Segler Vogel. Autor D. Seltsamkenzi. Video. Die Filmaufnahmen wurden in Argentina gedreht. Die Segler, Apodidae, sind eine Vogelfamilie aus der Ordnung der Seglervögel, Apodiformes. Segler ähneln in Gestalt und Lebensweise den Schwalben, sind aber mit diesen nicht näher verwandt, es handelt sich dabei um konvergente Evolution. Keine andere Vogelfamilie ist so konsequent an das Leben in der Luft angepasst wie die Segler. Alle Arten sind schnelle Dauerflieger, die größeren Arten erreichen dabei im horizontalen Flug Geschwindigkeiten von über 150 km pro Stunde. Die Vögel ernähren sich von Insekten und Spinnentieren, die in der Luft gefangen werden. Selbst das Nistmaterial wird fast ausschließlich im Flug gesammelt, manche Arten übernachten auch in der Luft. Die meisten Arten leben in den Tropen, außerhalb der Tropen sind Segler vorwiegend Langstreckenzieher und überqueren den Äquator während des Zuges. Die Familie mit ihren etwas über 90 Arten wird in zwei Unterfamilien gegliedert, die größere der beiden nochmals in drei Tribus, so dass sich vier wesentliche Gruppen ergeben: die Unterfamilie Cypseloridinae, ursprüngliche, amerikanische Segler, sowie die Tribus Colocalini, Salanganen, Catorini, Stachelschwanzsegler, und Apodini. Typische Segler. Der Mauersegler, Apus apus, ist der bekannteste und mit Abstand am besten erforschte Segler. Er ist die einzige Art, die in Europa eine flächendeckende Verbreitung hat. In Mitteleuropa nutzt er fast ausschließlich vom Menschen geschaffene Nistplätze, meist brütet er in mehrgeschossigen Steinbauten. Im Hochsommer sind die geselligen Mauersegler, wie auch viele andere Segler, im Luftraum über den Städten mit ihren schrillen Rufen sehr auffällig. Einige Salanganen-Arten Südostasiens verfügen über die bei Vögeln sehr außergewöhnliche Fähigkeit der Echoortung. Sie nutzen diese, um sich in weit verzweigten Höhlensystemen zurechtzufinden, in denen ihre Nistplätze liegen. Die Nester einiger dieser Arten werden für die Schwalbennestersuppe verwendet, eine Delikatesse der chinesischen Küche, was Schutzmaßnahmen erforderlich macht. Das auffälligste Merkmal der Segler ist ihre offenkundig für das Fliegen mit hohen Geschwindigkeiten geeignete Gestalt. Dieser Eindruck entsteht durch ihren länglichen, stromlinienförmigen Körper mit kurzem Hals, den nach vorn gestreckten Kopf und vor allem durch die langen, schlanken, bei den meisten Arten sichelförmigen Flügel. Der Schnabel ist kurz und breit, zweckdienlich bei der Luftjagd nach Kleintieren. Die relativ großen Augen werden bei allen Arten durch eine feine, vorstehende, pinselartige Federreihe geschützt. Eckige Klammer auf eins eckige Klammer zu. Das Gefieder ist meist dunkel, häufig schwarz, bei vielen Arten aber auch dunkelgrau oder braun. Häufig finden sich hellere oder weiße Gefiederteile, insbesondere weisen viele Arten einen hellen Kehlfleck oder Bürzel auf. Ein buntes Gefieder zeigt keine der Arten, lediglich die rötlichen Kehlen des Rothals- und Phelps-Seglers, zweier nahe verwandter, südamerikanischer Segler der Gattung Cypselurides, zeigen eine Tendenz zu auffälliger Färbung. Viele Arten haben ein stark glänzendes Gefieder, manche dabei einen bläulichen oder grünlichen Schimmer. Die Funktion dieses bei allen Seglern zumindest in frisch vermausertem Gefieder vorhandenem Gefiederglanzes ist unklar, möglicherweise ist die dadurch erhöhte Albedo zum Schutz des Gefieders vorteilhaft, da die Vögel als Luftjäger verhältnismäßig lange der Sonne ausgesetzt sind, auch die meisten Schwalbenarten zeigen einen solchen Glanz. Der kurze, kräftige Klammerfuß mit seinen scharfen Krallen und der sehr kurze Lauf eignen sich hervorragend, um sich an senkrechten Oberflächen festzuklammern, was durch die steifen Schwanzfedern unterstützt wird. Zur Fortbewegung am Boden dagegen eignen sich die Füße der Segler kaum, auf Zweigen können sie nicht sitzen, nur daran hängen. Während des Fluges sind die Füße im Gefieder verborgen. Fast alle Segler haben vier Zehen, mit Ausnahme der Papuasalangane, Erodramus papensis, der die erste Zehe fehlt. Eckige Klammer auf eins eckige Klammer zu. Bei vielen Arten sind einige der Zehen wendbar, an glatten Flächen können dabei alle vier Zehen nach vorne gerichtet werden.
Diese Stellung der Zehen ist vor allem auch bei Museumsexemplaren zu beobachten, deshalb wurde den Seglern eine pamprodektyle Zehenanordnung unterstellt, funktional ist sie aber eigentlich eher heterodaktyl. Eckige Klammer auf zweieckige Klammer zu. Die Form des vergleichsweise kurzen Schwanzes ist bei den verschiedenen Seglerarten recht unterschiedlich. Insbesondere bei den typischen Seglern, Apodini, ist eine Schwanzgabelung weit verbreitet, während die Salanganen nur einen leicht eingekerbten Schwanz zeigen. Bei den Stachelschwanzseglern, Ceturini, wiederum ragen die Federkiele der Steuerfedern über die Fahnen hinaus. Diese über das Ende der recht kurzen, gerade abgeschnittenen oder gerundeten Schwänze hinausragenden Schwanzdornen unterstützen die Vögel bei der Fortbewegung an glatten Oberflächen. Sowohl die gegabelten Schwänze als auch die Schwanzdornen sind dabei aerodynamisch vorteilhaft, da sie die Luftverwirbelung mindern. Segler haben meist 10 Steuerfedern, eine prominente Ausnahme ist der Mauersegler mit 12. Eckige Klammer auf 1 eckige Klammer zu. Die Größenunterschiede innerhalb der Familie sind deutlich, die kleinsten Arten wiegen knapp 8 Gramm, die größten Arten übertreffen Amseln und wiegen bis zu 180 Gramm. Die bei Vögeln einmalige lange und schlanke Flügelform erzeugt vor allem während des häufig zu beobachtenden Schlagflugs starken Auf- und Vortrieb. Insofern mag die Bezeichnung Segler etwas übertrieben sein, aber auch der Gleitflug ist höchst effektiv, was der Vergleich der Stoffwechselraten während des Fluges mit anderen Vogelarten zeigt. Die Flügel der Segler haben 9 oder 10 lange Handschwingen sowie 8 bis 11 dicht angeordnete, recht kurze Armschwingen. Die Knochen der Hand leisten bei Seglern einen überproportionalen Beitrag zur Flügellänge, was sich auch am deutlichen Längenunterschied zwischen Hand- und Armschwingen widerspiegelt. Die längste Handschwinge kann dreimal so lang sein wie die kürzeste Armschwinge, im Vergleich zur lediglich doppelten Länge bei den eine ähnliche ökologische Nische besetzenden Schwalben. Eckige Klammer auf 1 eckige Klammer zu. Die Flügelform ermöglicht den Seglern hohe Fluggeschwindigkeiten. Eckige Klammer auf 4 eckige Klammer zu. Als schnellster Segler im horizontalen Flug gilt der Stachelschwanzsegler, Hirundsarpus caudacutus, mit 170 km pro Stunde eckige Klammer auf 1 eckige Klammer zu, möglicherweise ist er damit der schnellste Vogel der Welt. Eckige Klammer auf 5 eckige Klammer zu. Verglichen mit anderen in ähnlicher Weise Luftjagd betreibenden Vögeln wie den Schwalben fehlt es den Seglern allerdings an Manövrierfähigkeit, sie sind nicht in der Lage, mit niedriger Geschwindigkeit zu fliegen. Bei vielen ziehenden Arten beginnt die Jahresmauser bei der Ankunft im Winterquartier. Bei anderen Seglern kann die Mauser schon im Brutgebiet beginnen und wird dann während des Zuges unterbrochen und im Winterquartier vollendet. Andere Arten, insbesondere die der Gattung Ceturra, wechseln ihr Gefieder während der Brutzeit. Eckige Klammer auf 1 eckige Klammer zu. Vom Mausersegler kennt man eine Besonderheit, die vermutlich auch für andere in gemäßigten Breiten brütende Seglerarten zutrifft: Nach dem Ausfliegen wechseln die Jungvögel ihr Gefieder nur teilweise, so dass die Schwungfedern erst beim zweiten Aufenthalt im Winterquartier nach 1,5 Jahren erneuert werden. Da obendrein nicht bei jeder Mauser die äußersten Handschwingen gewechselt werden, kann es sein, dass diese Federn erst nach 2,5 Jahren vermausert werden. Eckige Klammer auf 1 eckige Klammer zu. Eine genaue Kenntnis der Mauserzyklen ist für die Bestimmung der Seglerarten nicht unbedingt nötig, allerdings kann die dabei auftretende Änderung der Flügelform durchaus Verwirrung stiften. Vertreter der Gattung Apus können beispielsweise während der Mauser eine Flügelform zeigen, die an die Stachelschwanzsegler, Ceturini, erinnert. Segler sind sehr ruffreudig, besonders während der Brutzeit. Zu den warmen Sommerabenden vieler mitteleuropäischen Städte gehören die hohen, schrillen Schreie der Mauser.